Frau Schimke, wie viel Unterstützung hat diese Impfpflicht aktuell bei Ihnen zu Hause in Ostdeutschland? Also die müssen Sie suchen, die Unterstützung. Ich meine, es gibt natürlich Menschen, die das befürworten. Aber so gefühlt in meinem persönlichen Umfeld ist natürlich die Ablehnung sehr groß. Aber Herr Weise, Entschuldigung, ich bin entsetzt. Wir reden hier über eine Impfpflicht, über eine mögliche Mutation, die irgendwann mal kommt. Das wissen wir doch im Moment noch gar nicht. Wir können doch nicht eine massive Grundrechtseinschränkung, eine Verletzung eine Verletzung über die Entscheidung, über die persönliche Gesundheit jetzt vornehmen, ohne zu wissen, wie sich dieses Virus entwickelt. Das kann man doch nicht machen. Das ist doch nicht politisch verantwortlich. Das kann man machen, wenn man der Argumentation vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Herrn Wieler, folgt. Der sagt am Freitag in dieser Pressekonferenz mit Herrn Lauterbach, begründet er das und sagt, am Ende wird die Impfpflicht Tote verhindern in Deutschland. Glauben Sie das? Ja, das kann ja möglicherweise sein, aber die Argumentation gegen eine Impfpflicht ist doch immer die, dass ich diese Entscheidung am Ende selbst zu treffen habe über mein Leben. Das tue ich, wenn ich mich entscheide zu rauchen, das tue ich, wenn ich mich entscheide, Alkohol zu trinken oder mit Hochspeed über die Piste zu fahren. Ja, und Gleiches gilt auch für ein Virus. Wir können die Menschen dazu nicht verpflichten. Glauben Sie, dass die Impfpflicht Tote verhindert? Wer weiß das? Das weiß keiner. Glauben Sie das? Rechnen Sie das? Rechnen Sie damit auch, Herr Holleczek, Herr Dürr, Herr Holleczek? Ich glaube, dass wir schwere Krankheitsverläufe verhindern können. Ich glaube, dass wir unsere Krankenhäuser entlasten können, dass notwendige Operationen stattfinden. Und ich erhoffe mir, dass die Bundesregierung einen Entwurf vorlegt, dass wir das jetzt auf den Weg bringen. Andere Länder machen es uns vor. In Österreich ist die Impfpflicht schon im Nationalrat. Bei uns diskutiert man über Bürokratie und über andere Dinge. Sowas kann ein Land wie wir eigentlich nicht zulassen. Wir werden jetzt über diese ethisch-juristischen Fragen diskutieren müssen und wir brauchen eine Entscheidung. Zaudern und zögern ist in dieser Frage für mich nicht der richtige Maßstab. Herr Dürr, verhindert die Impfpflicht Tote? Glauben Sie das auch, so wie der RKI-Chef das sagt? Wir wissen es nicht genau. Das ist doch die Wahrheit. Und deswegen hat der Kollege Dirk Wiese das eben vollkommen richtig beschrieben. Eine mögliche Impfpflicht, und das ist sorgfältig abzuwägen, weil es ein Freiheitseingriff ist, der möglicherweise andere Freiheiten wieder ermöglicht, nämlich beispielsweise Operationen durchzuführen, die notwendig sind von Menschen, die sie eben ganz dringend brauchen. Also diese Freiheitsabwägung muss stattfinden. Und Dirk Wiese hat es richtig gesagt. Eine mögliche Impfpflicht wirkt gegen eine weitere Welle im Herbst. Und deswegen sollten wir uns diese Zeit nehmen. Und Herr Holleczek, ich verstehe erneut nicht dieses Politik-Marketing an der Stelle. Es ärgert mich, muss ich sagen, auch. Es geht doch nicht darum, jetzt eine Entscheidung aus der Hüfte herauszutreffen, eine so schwerwiegende, wie die Kollegin Schimke das eben zu Recht gesagt hat, sondern das muss man abwägen. Man muss öffentlich diskutieren und vor allen Dingen sich überlegen, welche Konsequenzen man aus der Omikron-Welle zieht. Denn wir lernen ganz, ganz viel. Herr Weise, Sie haben es zu Anfang gesagt, in Bezug auf Großbritannien. Und dieses Wissen, dieses Lernen müssen wir doch in eine solche Abwägung mit einfließen lassen. Deswegen plädiere ich dazu, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, dass wir dieses Quartal ausnutzen, um die Debatte zu führen und alles Expertenwissen zusammenzutragen. Ja, aus der Hüfte geschossen eine Impfpflicht hielt ich für falsch, aber sie könnte ein Weg aus der Krise sein. Deswegen noch mal die Frage auch an Sie. Wenn das so wichtig ist mit der Impfpflicht, wenn das so erfolgsversprechend vor allen Dingen ist, dass plötzlich in den Landkreisen, auch wo Sie ganz niedrige Impfquoten haben, in Thüringen, in Sachsen, wenn Sie dort ernsthaft damit rechnen, dass sich die Menschen dann anschließend unter einer Impfpflicht impfen lassen, wenn diese Impfpflicht tatsächlich Tote verhindern wird, schwere Krankheitsverläufe verhindern wird, wie kann man das als Kanzler sagen, das überlasse ich dem Bundestag? Es ist bewusst die Entscheidung getroffen worden, dass es sich hier um eine ethische Frage handelt. Und wenn man eine ethische Debatte im Deutschen Bundestag führt, dann ist es so, dass dann letztendlich die Vorschläge, wie das geregelt werden soll, aus der Mitte des Deutschen Bundestages kommt. Und ich sage auch fraktionsübergreifend, ich lade auch die Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU ein, sich in diese Debatte aktiv einzubringen. Ich glaube, dass wir hier fraktionsübergreifend zu einer breiten Mehrheit kommen, um dann auch das, und da schaue ich zu Herrn Holleczek, was die Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit Olaf Scholz ja beschlossen hat. Dort hat man 16:0 eine allgemeine Impfpflicht befürwortet. Wir werden diese Debatte im Deutschen Bundestag jetzt angehen. Wir werden sie gründlich angehen, aber wir werden sie auch zügig angehen und im ersten Quartal, genau wie es der Kollege Dürr gesagt hat, zu einer Entscheidung kommen. Herr Wiese, ich empfinde das als ein Stück weit
ja, ein Stück weit unehrlich von den Regierungsfraktionen. Sie haben sich nicht einigen können in der Koalition, weil es bei Ihnen, wie es auch draußen im Land, wie es in den Familien, unterschiedliche Meinungen gibt, was völlig normal ist. Aber Sie haben sich in der Koalition nicht einigen können auf diesen Weg Impfpflicht. Und jetzt sagen Sie, das ist eine ethische Debatte. Das kann nur im Bundestag verabschiedet werden. Ihnen ist es aber so wichtig angeblich, dass Sie es unbedingt haben wollen. Also sagen Sie doch den Menschen, Mensch, wir haben uns nicht einigen können in der Ampel. Deswegen muss es in den Bundestag rein. Das wäre doch ehrlich, Herr Dürr. Herr Wiese. Nochmal, ich halte die Entscheidung für richtig, dass man hier letztendlich den Fraktionszwang an der Stelle aufhebt. Das kann man kritisieren. Diese Kritik nehme ich auch zur Kenntnis. Das ist gar keine Frage. Aber nochmal, ich halte die Entscheidung für richtig. Bei dieser sensiblen Frage, die breite Debatten in der Bevölkerung auslöst, auch mit unterschiedlichen Argumentationen, halte ich es für richtig, das in dieser Art und Weise im Deutschen Bundestag zu einer Entscheidung zu bringen. Herr Dürr. Herr Weise, wenn ich da ergänzen darf, also ich kann es auf meine Person ja mal beziehen. Ich selbst bin Bundestagsabgeordneter und noch nicht in der Sache entschieden. Ich bin noch nicht festgelegt. Ich bin noch nicht pro Impfpflicht oder dagegen, weil ich auch sage, es könnte unter Umständen auch Abstufung, Graustufen Stufen geben, wie beispielsweise eine altersbezogene Impfpflicht. Und deswegen will ich mir diese Zeit aufnehmen. Und ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir den Menschen sagen, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles. Und deswegen komme ich zu der Überzeugung, jetzt noch nicht zu sagen, wo ich stehe. Ich werde das tun. Das ist mein Versprechen im ersten Quartal. Aber diese Zeit will ich mir auch nehmen. Und ich glaube, das trägt eher dazu bei, dass Politik und auch politische Entscheidungen akzeptiert werden. Sehen Sie schon in Ihrer Fraktion, Herr Dürr, ob es da eine Mehrheit aktuell gibt? Sie haben es als Fraktionsvorsitzender im Blick. Sie wissen, wie die Abgeordneten ticken in Ihren Reihen. Manche mögen sie noch nicht festgelegt haben, genau wie Sie. Aber haben Sie da aktuell eine Mehrheit für die Impfpflicht in Ihren eigenen Reihen? Na, wir machen ja keine Gewissensabfrage, sondern wir haben uns bewusst dazu entschieden, parteiübergreifend darüber zu reden. Und nicht entlang von politischen Grenzen. Das macht auch Sinn bei so einer ethischen Frage. Man spricht doch miteinander. Man weiß doch, wie der Kollege Kubicki tickt. Sie werden es von vielen anderen Kollegen und Kolleginnen auch wissen. Ich gebe Ihnen da gerne einen Einblick. Da sind Kollegen dabei, die sagen, ich war skeptisch in Bezug auf eine Impfpflicht. Ich sehe es jetzt vielleicht differenzierter. Zum Beispiel eine altersbezogene Impfpflicht könnte ein Weg sein. Andere Kollegen sagen, im Dezember war ich eher für eine Impfpflicht. Jetzt sehe ich das differenzierter, weil sie eventuell gar nicht so wahnsinnig viel bringt, wie ursprünglich besprochen. Es werden weniger. Diese Ehrlichkeit, dass man sich das schwer macht, eine solche Entscheidung, ich finde, das trägt eher zur Akzeptanz von Politik bei, als wenn man es unter den Teppich kehrt. Und so wie Herr Holitschek sagt, schnell, man muss jetzt mal entscheiden und dann wird das schon. Das hielt ich. Es werden weniger in der FDP-Fraktion, die dafür sind, für die Impfpflicht. Herr Holitschek, ganz kurz, um diesen Block einmal abzurunden. Rechnen Sie damit, dass wir jetzt in diesem Quartal bis Ostern beispielsweise eine Impfpflicht bekommen? Also ich will nochmal klipp und klar sagen, das Thema muss Chefsache sein. Es muss Sache des Kanzlers sein. Und von daher, wer Führung fordert, bekommt, der muss sie dann auch annehmen. Den Move haben und wir reden jetzt schon über, wir haben eine einrichtungsbezogene, lassen Sie mich das kurz noch ausführen, weil das wichtig ist. Wir haben jetzt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wir haben viele Menschen, die sagen, warum sind wir jetzt dran in der Pflege, in den Krankenhäusern und es gibt keine allgemeine Impfpflicht. Wir brauchen da jetzt eine Entscheidung. Wegen mir machen wir die befristet, die Impfpflicht. Oder wir stufen sie nach Alter ab. Aber es muss jetzt diskutiert und entschieden werden. Und man kann es doch erwarten, dass wir aus der Pandemie kommend jetzt nicht wieder in einer Endlosschleife der Diskussion sind. Kommt die Impfpflicht oder kommt sie nicht? Womit rechnen Sie, Herr Holitschek? Ich rechne damit, dass sie kommt. Herr Wiese, können Sie sagen, dass sich dann unter einer Impfpflicht am Ende 70 Millionen Deutsche werden impfen lassen? Ich hoffe, dass die Impfpflicht dazu beitragen wird, dass wir für den kommenden Herbst und Winter eine höhere Impfquote haben als jetzt. Man muss aber auch leider realistisch einschätzen, es gibt einen harten Kern von Impfgegnern, den werden wir letztendlich nicht erreichen. Also wir werden sicherlich nicht eine 100% Impfquote bekommen. Aber nochmal, und das will ich einmal noch unterstreichen und da Frau Schimke auch einmal widersprechen. Das Impfen ist nicht nur eine persönliche Entscheidung. In dem Moment, wo ich es schaffe, die Impfquote zu erhöhen, trage ich dazu bei, dass ich eine Entlastung in den Krankenhäusern hinbekomme und derzeit verschobene Operationen, die Krebspatienten abgesagt werden, was zutiefst ethisch unmoralisch ist, da müssen wir hinbekommen, dass diese planbaren Operationen stattfinden können, dass wir diese Pandemie im Rahmen einer endemischen Lage beherrschbar machen. Und darum ist Impfen nicht nur eine Privatsache. Das ist eine Art absolutistischer Freiheitsbegriff, den ich nicht teile.